lege ich großen Wert auf die aufrechte Haltung des Oberkörpers. Auch hier zähle ich die Anzahl der Wiederholungen nicht. Für mich ist der Satz zu Ende, wenn der Muskel erschöpft ist. So, nachdem ich jetzt das Vormittagstraining absolviert habe, lege ich erstmal eine Pause ein. In dieser Zeit nehme ich das Mittagessen zu mir und gönne mir auch schon mal einen Proteindrink, bevor ich am Nachmittag mit dem Bizeps- und Wadentraining fortfahre. Zwischen den Sätzen dehne ich die Bizeps häufig mit einigen Streckübungen, denn durch ein optimales Strecken der Muskeln wird die Kontraktionsfähigkeit verbessert. Bei den Scott Curls muss beachtet werden, dass die Negativphase wieder bis zur Streckung der Arme erfolgt, um die nötige Länge in die Bizepsmuskeln zu bekommen. Sehr gerne trainiere ich an der Bizepsmaschine, weil ich durch die vorgegebene Hebelwirkung der Maschine über den sogenannten toten Punkt hinwegkomme, was ich mit freien Gewichten nicht schaffe.
Als letztes führe ich sehr oft Konzentrationscurls aus. Diese Übung ist selbst bei geringem Gewicht sehr ergiebig und verleiht dem Bizeps die notwendige Höhe. In der Bodybuilding-Fachsprache nennt man dieses den Peak. Ich beende mein Montag-Donnerstag-Nachmittag-Programm mit dem Wadentraining. Das Wadenheben kann sitzend oder stehend vollzogen werden, wobei das sitzende Wadentraining aus orthopädischen Gründen bevorzugt werden sollte. Aufgrund der Tatsache, dass viele Aktive mit Schäden an der Wirbelsäule durch das stehende Wadenheben mit zu schweren Gewichten konfrontiert worden sind. Dienstag bzw. Freitagvormittag widme ich allein meinem Rücken. Klimmzüge dienen in erster Linie dem oberen Latissimus. Obwohl ich versuche, den Kopf hoch über die Stange zu ziehen, um möglichst den ganzen Rücken zu beanspruchen. Zwischen den Sätzen führe ich gerade während des Rückentrainings viele Dehnungsübungen aus, um dieser großen Muskelgruppe zusätzliche Reize zu geben. Allgemein als Rudern bekannte Horizontalziehen beansprucht in erster Linie die mittlere Rückenpartie. Während des Ruderns beuge ich mich weit nach vorn, um den Latt zu strecken, ziehe dann den Griff zum unteren Bauch und nehme dabei eine aufrechte Haltung ein. Ich habe viele Leute beobachtet, die das Gewicht nur mit den Armen ziehen. Das mag zwar dicke Bizeps geben, doch bringt es nicht viel für die Rückenmuskulatur. Thank you.
Nacken ziehen, versuche ich, die Stange weit hinter den Kopf zu ziehen, um bis in die unteren Rückenregionen vorzudringen. Gerade die untere Rückenpartie ist bei vielen Sportlern ein Schwachpunkt, der mit gezielten Übungen, wie zum Beispiel Rudern in Vorbeuge oder Hyperextensions, das Rückenstrecken ausgeglichen werden kann. Dienstags und freitags fahre ich jeweils am Nachmittag mit dem Schultertraining fort. Großen Wert lege ich auf die korrekte Ausführung des Seitheben. Dabei ist es mein Ziel, die Arme nur geringfügig anzuwinkeln, um bei der Ausführung die Schultern und nicht den Trapez zu belasten. Eine wahrlich schwierige Übung ist das Kurzhanteldrücken. Und zwar nicht nur, weil man die Kurzhantel ein- bzw. ausdringen muss, sondern weil dabei auch eine spezielle Atemtechnik notwendig ist. Zwar wird geatmet wie folgt. Einatmen und wieder ausatmen. Sehr schwer und einige konzentrieren sich wahrscheinlich zuerst rein auf die Atemtechnik.